Hallihallo und Mahlzeit. Wir sind unterwegs mit Baba, unserem Kopfgeldjäger, und sind jetzt gerade hier auf diesem Sofa aufgewacht. Keine Ahnung, wie wir hier hingekommen sind. Auf jeden Fall ist es hier die Basis der eisernen Dämonen. Hören wir uns mal dieses Tape an, was sie zu sagen haben. So, und zwar sind wir hier auf der Ranch der eisernen Dämonen gelandet. Unsere Power-Rüstung, unsere Kopfgeldjäger-Rüstung, ist leider im Eimer und wird gerade erst repariert. Und bis dahin müssen wir natürlich das, was wir am besten können, und zwar Kopfgelder erledigen. Das heißt, wir werden hier wieder weiter Open World uns ein paar Hellbugs oder ein paar Mutanten oder ähnliche Feinde vornehmen. Und nebenbei werden wir versuchen, ins PvP zu kommen. Deswegen melden wir uns hier erstmal an. Und zwar Multiplayer-Match. Probieren wir mal. Und zwar habe ich mir einen EP-Boost gegönnt, damit wir schneller vorankommen. Das gibt uns 100% mehr EP. Und dann werden wir uns doch erstmal diesen Archenpfeil da vorknüpfen. Let's go. Ja, wir sind immer noch Level 3, wie ihr sehen könnt. Also haben wir einen Haufen Grinding vor uns. Aber kein Problem. Ich tue gerne grinden. Das gehört für mich bei MMOs einfach Man weiß dazu. nie, was aus diesen Dingern rauskommt. Also rate Wow, ich da zur ist schon der Vorsicht. Boss. Steig aus! Nice, perfekt zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Nice. Gleich mal eine bessere Granate hier gekriegt. Sehr gut. Und können wir unsere Pumpgun weiter aufwerten. Bams. Nice. Noch eins. Dann haben wir schon wieder Level 7 mit unserer Pumpgun. Schauen wir mal weiter. Was gibt es noch zu erledigen? Wir porten uns erstmal hier rüber. Da sind die Feinde nicht so stark. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr was ausrichten. Bei der Blutwache, beim Blutbadweiche. Könnte aber auch Wache heißen. Ich denke, das ist bestimmt ein Tippfehler. Blutbadwache würde natürlich besser klingen, aber na gut. So, also wir brauchen noch 13 Spieler für PvP, also wird es wohl noch eine Weile dauern, bis da ein hier paar Hellbugs wegknüppeln. Wenn wir welche finden würden.
Da haben wir doch. Da sind doch die Hellbugs. Hier gibt es Material, das wir sammeln müssen. Wow. Mit der Pump müsste der eigentlich runterkriegen. Also Abstand halten, dann kriegt er uns nicht. Nice. Schon Level 5 mit der Schrotflinte. Schön Granate rein. Hilf mir! Nice. Yes. Dann geht er down. Dafür kommen jetzt hier 1000 Stück. Kleinen weg. Nice. Müssen wir die zerstören oder sammeln? Die müssen wir einsammeln. Das ist natürlich immer mies. Oh, natürlich die Hellbugs ständig ablenken. Und zwar nicht viel Schaden. Probe genommen. Aber die nerven halt. Das ist die Probe, die wir brauchen. Gute Arbeit. Let's go. Das ist die Probe, die wir brauchen. Gute Arbeit. Tun uns vergiften. Das ist die Probe, die wir brauchen. Gute Arbeit. Komm, schnapp dir das Ding. Ich orte weitere Hellbugs, die zu uns unterwegs sind. Probe genommen. Wow. Ich hab kein Schild. Nice. Schade. Machen wir doch gleich weiter dort. PvP geht wohl nicht viel. Ich versuche mal, mich bei Schattenmission anzumelden. Und zwar können wir das auch hier machen. Spielersuche, schnelles Spiel verlassen. Und Spielersuche, Schattenmission. Wir vielleicht geht es ja schneller. Sei vorsichtig. Jetzt geht nicht, gegen weiß, andere Archenjäger. Ich weiß zwar noch nicht genau, was das ist, eine Schattenmission. Aber würde ich gerne rausfinden. Macht euch beliebt wohl. Wo war denn unser Hellbug-Nest? Hier drüben irgendwo. Da ist es doch. Die hatten niemals eine Chance. Schnappen wir uns noch die eine Probe und ich glaube, dann haben wir das hier fertig. Das ist die Probe, die wir brauchen. Gute Arbeit. Wir sind darin richtig gut, was? Nice. Haben wir dieses eine Hellbug-Nest ausgerottet. Da drüben haben wir gleich noch eins.
Okay, hier müssen wir auch wieder Proben sammeln. Aber andere. Bisschen versteckt zwischen den Eiern. Probe erfolgreich genommen. Probe erfolgreich genommen. Da kommen noch mehr Hellbugs. Die nächste Probe schnappen. Das ist die Probe, die wir brauchen. Gute Arbeit. Kleine wegmachen. Na komm doch. Jetzt schnappt ihr doch diese Probe. Zack. Probe erfolgreich genommen. Gut, haben wir das auch abgeschlossen. Gute Arbeit. Sieht so aus, als ob wir gekriegt haben, was wir wollten. Vollgas. Brettern wir mal weiter. Schauen wir mal, was es noch so in der Umgebung zu finden gibt. Uns ein paar EP verdienen können. Serenity Academy. Holen wir sie uns. Okay. Sieh an. Das ist ein großer Kerl. Sei vorsichtig. Jetzt hält mir das Granaten. Mein Schild ist deaktiviert. Oh. Ja, der ist schon mies. Ein bisschen in Bewegung bleiben. Jetzt hält mir das Granaten. Ah, shit. Schwierig auf Level 3. Das ist das Zeug, das wir suchen. Aber den haben wir gleich, haben wir schon fast down. Deswegen haben wir jetzt auch noch ein paar andere Spieler hier. Schöne Granate rein. Hoffnung auf. Jetzt haben wir ihn weg. Gut. Dann schnappen wir uns mal diese Daten. Heute stirbst du! Nice, da ist ein grüner Drop. Nice. Besseres Schild gefunden. Sehr gut. Hier mit Baba haben wir natürlich nur Sachen, die wo gedroppt sind. Ich weiß nicht, ob man PvP auch Equipment bekommen kann. Aber ansonsten haben wir eigentlich nur Sachen aus Open World Events. Bin ich froh, dass ich wenigstens eine gute Pumpgun gefunden habe. Haben wir hier Granatwerfer, nehmen wir mal mit. Jetzt sind wir da hoch. Weiter so! Wir haben es fast geschafft! Ja, noch eins. Dann haben wir es. Da noch schöne Granate. Wenn wir einfach um. Ja, wir kommen voran mit dem Level. Schon ein halbes Level gemacht. Also bis zur fünften Staffel haben wir vielleicht Level 10 erreicht. Das ist klasse. So, hier ist noch ein Datenpack.
schnappen wir uns. Wir müssen das System knacken, um das zu kriegen, was wir brauchen. Gut, dann machen wir das. Da liegt ein Computer hacken, oder? Was ist das? Oh, Oldschool-Rechner. Sieht aus wie mein erster Rechner, den ich mit 14 hatte. Den müssen wir jetzt auch noch verteidigen. Offenbar Mutanten. Sie nähern sich von Süden. Doch nach. Da eine schöne Granate hin. Sehr nice. Dann haben wir noch einen blauhäutigen. Machen wir erstmal hier den einen weg. Und mit der anderen Knarre. Schön im Hals schießen. Den da auch noch. Zwar nicht so viel Damage wie die Pump, aber wir können jetzt ein bisschen weiter schießen. Nice, haben wir schon dreiviertel Level jetzt. Schön noch eine Granate. Bams. Nice. Ja, die Pumpgun gefällt mir. Schild ist deaktiviert. Gibt es Ärger? Nice. Nice, wir sind Erster. Sehr gut. Ob hier noch irgendwas Grünes oder was anderes rumliegt. Das wäre natürlich ganz gut. Hier können wir Munition nachfüllen. Die ist auch nachgeladen. Super. Nee, aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Mama, haben wir gefunden? Noch ein paar Schilde. Den können wir mal mit reinnehmen, obwohl das eigentlich Blödsinn ist. Aber wir haben ja schon eine Nahkampfwaffe. Zwei Nahkampfwaffen bringen halt nichts. Dann tun wir die Schrotflinte noch ein bisschen verbessern. Ja, sehr gut. Haben wir jetzt schon Level 7. Ich gehe rein! Die ersten Feinde respawned. Hauen wir mal lieber hier ab. Yeeha! Und tschüss. Die Geisel ist frei. Oh, hier kommt gerade ein Archenfall. Archenfall im Anmarsch. Man Super. Weiß nie, was aus diesen Dingern rauskommt. Also rate ich zur Vorsicht. Ich würde sagen, wir melden uns nochmal fürs normale PvP. Ja. Wir müssen sie vertreiben. Die Player, zack. Mal schauen, ich komme da schneller rein. Zack, zack.
weg, die Viecher. Müssen wir einfach nur Hellbugs killen. Müssen sonst nichts anderes machen. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Erste Welle überstanden. Jetzt kommt, glaube ich, größere. Feuerspucker. Und die da sind immer übel. Die schießen Granaten. Die kleinen sind low. Wow. Bei mir ist alles gut. Ja, es kommen noch mehr, also bleib standhaft. Wir bleiben standhaft. Aber schnell weg machen diese Türme. Schießen auch Granaten und spawnen kleine. Gleich auch der Boss kommen. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Pass auf! Kommt bestimmt der Boss. Nein, nicht. So, da lieber ein bisschen Abstand halten. Ja, hier ein Schild. Oh. Aber unser Schild steht. Vielleicht belebt uns ja jemand wieder. Komm, Kollege, auf geht's. Kann man irgendwie um Hilfe rufen? Eine Reaktion ist total, gerät außer Kontrolle. Halte dich von dort fern. Wir sind darin richtig gut, ja? Wir mal. Sehr gut. Wir sind wenigstens Dritter geworden, aber wir haben die meisten Kills gemacht. Wir sind nur zweimal gestorben. Nice. Schon wieder einen Granatwerfer bekommen. Können wir auch gleich wieder zerlegen, oder? Ja, tun wir auch zerlegen. Gut, dann haben wir jetzt fast geschafft, Level 4. Vielleicht noch ein kleines Event, dann haben wir Level 4 geschafft. PvP müssen wir auch bald reinkommen. Es sind nur noch 7 Spieler, wo gesucht werden, von 15, glaube ich. Das ist nice. Vielleicht können wir im nächsten Part dann mal PvP spielen. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich glaube, ich glaub, auch so Capture the Flag mäßig, habe ich, glaube ich, gelesen. Die Hellbugs haben uns gefunden. Also Domination. Wow. Ja, wenn wir noch ein bisschen warten, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir bestimmt im PvP drin. Ich wenigstens mal eine Runde zeigen. Ich schon ankündige, dass ich mit diesem Charakter PvP mache. Gut, dann würde ich sagen, Daumen drücken, dann können wir im nächsten Part PvP endlich machen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.